Ja, ich möchte alle ganz herzlich zum fünften Vortrag im Rahmen dieser SOB, Schweizerische Osteuropa-Bibliothek-Reihe, begrüßen. Die Reihe heißt Machtwechsel im Osten Europas, Politik und Gesellschaft im Wandel. Und heute geht es um das Thema der Ukraine. Ich werde gleich noch etwas mehr dazu sagen. Dieser Vortrag wird aufgezeichnet und daher begrüße ich erstmal alle, die hier präsent sind, alle Studierenden, alle Gäste, alle Interessierten. Aber auch alle, die eben ab morgen, dann ab dem 26. November 2021, diesen Vortrag als Podcast anhören. Wir haben in unserer Reihe uns mit den Fragen von Macht und Machtwechsel im Osten Europas beschäftigt. Und in den ersten 4 Vorträgen haben wir recht viel gehört über Demokratiequalität, über politische Einflussnahme, politischen Wandel und auch die Rechtskultur. Und wir sind dabei von Tschechien über Ungarn, Polen bis nach Moldau vorgedrungen. Heute Abend geht es jetzt noch einen Schritt weiter nach Osten in ein Nachbarland Moldaus, nämlich in die Ukraine. Und wir möchten heute ganz besonders unseren Blick auf die Rolle richten, welche die sogenannten Oligarchen als politische und vor allem wirtschaftliche Akteure auch in der jüngsten Geschichte der Ukraine gespielt haben und noch spielen. Dabei geht es natürlich auch um politische Versuche, diese Macht der Oligarchen zu beschränken, zuletzt eben unter dem aktuellen Präsidenten Zelensky. Ja, und dazu möchte ich ganz herzlich Wilfried Jilge begrüßen, der uns hier aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Jilge ist Osteuropa-Historiker und er ist Mediationsberater für die Ukraine am Zentrum für internationale Friedenseinsätze, CIF, in Berlin. Er arbeitet dort also eben Analysen und Empfehlungen zur Vermittlung in den russisch-ukrainischen Konfliktfeld, zum Beispiel im Minsker Prozess, und arbeitet auch daran, eben Vorschläge zu machen zur Stabilisierung eben im Reformprozess der Ukraine. Herr Jilge ist auch Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, mit dem Schwerpunkt eben Zeitgeschichte für die heutige Politik und Zeitgeschichte Russlands, der Ukraine und der Schwarzmeerregion. Und er ist auch ein gefragter Interviewpartner. Wer gestern auf SRF 1 das Rendezvous am Mittag gehört hat, hat ihn sprechen hören, eben zum Thema des aktuellen Truppenaufzugs, des russischen Truppenaufzugs an der ukrainischen Grenze. Darum freue ich mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, hier uns ins Thema Deoligarchisierung und Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine, ein schwieriges Wort, einzuführen. Ein Thema eben, das er einerseits wissenschaftlich, aber dann eben auch aus nächster Nähe begleitet hat und kennt. Und wir freuen uns auf seinen Beitrag. Jetzt vorab, also zum Ablauf der Sitzung. Ich würde Sie bitten, eben Ihr Mikrofon ausgeschaltet zu behalten, damit wir keine Störgeräusche haben. Ich werde mich auch gleich dann ausschalten, aber die Bildschirme doch anzuhaben, damit Herr Jilge auch nicht in ein Meer aus schwarzen Löchern blickt. Es ist deutlich angenehmer, wenn man ein Gegenüber hat und ein Gegenüber sieht. Ja, wir können Fragen wie immer schon im Chat stellen, während der Veranstaltung. Wir gruppieren die dann hinterher und nachher, sobald quasi mit dem ersten Teil des Vortrags fertig sind, haben Sie alle Gelegenheit, in die Diskussion mit Herrn Jilge einzutreten. Und ich freue mich eben, dass wir hier die Möglichkeit haben, jemanden aus der Praxis auch zu befragen. Das war's, glaube ich, von meiner Seite. Habe ich etwas Wesentliches vergessen? Sonst schalte ich mich stumm und gebe Ihnen das Wort. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Maurer. Vielen Dank für die freundliche Einladung und vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen zu einem wichtigen Thema, nämlich über ein zentrales Reform- und ich würde sagen Herausforderungsthema für die heutige Ukraine. Wir haben ja das Thema Deoligarchisierung und Rechtsstaatlichkeit bewusst gewählt, weil, das ist jetzt mal so meine These, die Reform der Rechtsstaatlichkeit in den ÖP-Staaten, aber vor allem in der Ukraine und Georgien eigentlich das letzte ganz große Schlachtfeld ist, was die reformorientierten Kräfte, die aus der sogenannten Revolution der Würde 2014 hervorgingen, heute im Grunde genommen sich mit den alten Seilschaften leisten. In Staaten wie der Ukraine ist eben der Rechtsstaat, sind eben die Hebel der Strafverfolgungsbehörden und vor allem der Gerichte wichtige Hebel für schädliche Einflussnahme von Seiten alter Clans, aber auch neuer Clans, die sich reproduzieren und sogenannter Oligarchen, zu denen ich nachher zurückkomme.
Ich möchte vielleicht so beginnen, dass wir uns nochmal erinnern müssen, die Ukraine hat sich ja stark geändert und eine Zäsur auch im Reformprozess war zweifelsohne der Maidan von 2014. Das zentrale Anliegen der Revolution der Würde auf dem Kiewer Maidan war der Aufbau eines demokratischen, sozial orientierten Rechtsstaates. Und das war ja auch das Besondere, auch im Vergleich zur Orangenen Revolution, dass auch die Nationsbildung der Ukrainer einen Schub erhalten hat, nicht so sehr durch Themen von Geschichte, Geschichtspolitik oder Identitätspolitik, sondern dass sich tatsächlich auf dem Maidan und dann auch aus ihm hervorgehend Gruppen und Katalysatoren für sowas wie eine politische Nation gebildet haben. Und das steckt eben hinter diesem Begriff Revolution der Würde. Es geht ganz stark um Persönlichkeits- und Grundrechte, die man eigentlich nicht mehr geschützt sah, die man schon lange nicht mehr geschützt sah. Die Würde, behandelt zu werden, würdig behandelt zu werden vor Gerichten. Die Würde oder die Herabwürdigung, die man am Arbeitsplatz, aber eben gerade auch in Gerichten oder bei der Staatsanwaltschaft immer wieder erleben musste. Und der Höhepunkt war dann der Maidan, wie mit den Protestierenden ja von diesen Institutionen umgegangen wurde, also die man erleben musste vor abhängigen Richtern oder Staatsanwälten, die eben verbunden waren mit dem Systema. Und hinter dem Systema verbirgt sich eben ein System von politisch-ökonomischen Machtnetzwerken, die vor allem Mitte der 90er Jahre entstanden waren, also in der Zeit von Leonid Kutschma. Als Kutschma sozusagen, da gibt es auch ganz konkrete, witzige Quellen, die man heute nachvollziehen kann, Kutschma hat sich irgendwann mal, als er finanziell in der Klemme war, die Hilfe versucht zu holen von finanzträchtigen Oligarchen, also von Millionären und Milliardären, die in den Wirren der zusammenbrechenden Sowjetunion aus einer Mischung von ökonomischem Geschäftssinn und Skrupellosigkeit reich geworden sind, indem sie sich eben staatliche Assets unter den Nagel gerissen haben und vor dem Hintergrund schwacher Regulierungsbehörden mit diesen Assets eben erhebliche wirtschaftliche und politische Monopolmacht ausüben konnten. Und es hat sich ein System in der Ukraine etabliert, in dem der Präsident um sich herum unterschiedliche Oligarchengruppen, man könnte sagen, gruppiert hat, die er versucht hat auszubalancieren, zum einen, um den Staat zusammenzuhalten. Das hatte auch eine stabilisierende Funktion, denn in der Ukraine, anders als in Russland, war das Oligarchensystem nicht vertikal subordiniert wie unter Putin, sondern sie haben immer horizontale, zum Teil regional orientierte Gruppen gehabt, die auch untereinander in einem bestimmten Wettbewerb standen. Das führte dazu, dass es zwar fragwürdigen, hochfragwürdigen Einfluss auf das Justizsystem, auf die Medien, ich komme nachher nochmal darauf zurück, gab, aber durch den Wettbewerb untereinander gab es auch eben immer sowas wie Checks and Balances. Also das war natürlich nicht im Sinne der Checks and Balances einer klassisch funktionierenden Gewaltenteilung, sondern in dem Moment, wo der eine wusste, wenn er von dem Richter, der von dem einen Oligarchen abhängig ist, eine positive Entscheidung erwirken kann, dann muss er damit rechnen, dass der andere Richter, der von dem anderen abhängig ist, eben das Gegenteil tut. Und das führte tatsächlich auf einer mittleren Ebene dazu, dass manche Gerichte sogar halbwegs funktioniert haben und dass es sowas wie eine gegenseitige Kontrolle gab, die nicht dazu führte, anders als in Russland, dass es sich eine vertikale Autokratie entstanden ist, sondern es ist eben so ein Kutschmismus eben entstanden, in dem unterschiedliche Machtansprüche vom Präsidenten reguliert wurden, der mit dieser Divide et Impera Politik aber auch seine Macht konsolidiert hat. Und man kann im Grunde genommen sagen, dass mit dem Aufstieg der Partei der Region im Donbass, und da sind wir auch mitten in dem heutigen Konflikt drin, dieses Gleichgewicht zunehmend zerstört wurde, dass also dieses virtuose Spielen mit verschiedenen Bällen, also mit dem Kolomoyski-Dnipropetrovsker-Clan aus dem Südosten,
mit den Donetsker-Clans aus dem Osten. Sie kennen wahrscheinlich Rinat Akhmetov, das ist dieser bekannte und wichtigste Milliardär und Oligarch in der heutigen Ukraine immer noch. Der hat alle Präsidenten bisher überlebt, ist auch einer der jüngsten von ihnen, der eben aus dem Donbass stammt, da ja auch diesen bekannten Fußballverein Schachter Donetsk gegründet hat und der eben einen bestimmten Clan vertritt. Und es gab auch Clans im Westen und es gab in Kiew Clans, also die Gebrüder Surkis und so weiter. Diese Clans oder der Pinschuk zum Beispiel ist auch ein wichtiger Vertreter der Stahlröhrenbaron, ja, der immer loyal zum Präsidenten war, auch verwandtschaftlich über seine Frau mit dem Präsidenten verbunden war und sozusagen so ein pragmatisches Gegengewicht als Kiewer Clan auch zu den Donetskern bildete. Und dieses Gleichgewicht ist mit diesem massiven Aufstieg der Partei der Region, die sich im Grunde genommen den Donbass unter den Nagel gerissen hat, die also im Grunde genommen den industriell damals noch sehr starken und wichtigen, die wichtige Teilregion im Grunde genommen zu einer Captured Region, zu einem Staat im Staate gemacht haben, in den Kiew kaum noch Zugriff hatte. Und als Kutschma in der Gongadze-Affäre, also in dieser Affäre mit dem ermordeten Journalisten Georgi Gongadze, dann auch immer mehr in internationale Isolation geriet und sich einseitig auf Janukowitsch gestützt hat, ist diese Balance immer kritischer geworden. Zweifelsohne hat aber Kutschma, das muss man auch dazu sagen, noch so viel Macht gehabt, dass er, als es zur Orangenen Revolution kam, immerhin einen Beitrag leisten konnte, dass die nicht gewalttätig damals abging, also 2004. Es gab ja eben aus diesen Clans, die mit Janukowitsch sozusagen ihren Kandidaten hatten, gab es ja auch die Forderung, auch von dem damaligen Leiter der Präsidialadministration, Viktor Medvedchuk, der heutige Patenonkel von Putins Töchtern und heute ja eine ganz wichtige Figur, auch in der heutigen Ukraine im Rahmen des russisch-ukrainischen Konfliktes. Er hat nicht den Forderungen nachgegeben, den Maidan mit Gewalt auseinanderzujagen. Dennoch hat Kutschma eine höchst fragwürdige Erbschaft hinterlassen. Und diese Erbschaft hat sich fortgesetzt, auch über die anderen Zäsuren hinweg. Und man könnte sagen, dieses Oligarchensystem, in dem dann auch die Personen etwas gewechselt haben, hat sich sozusagen vor allem ausgedrückt darin, dass die wichtigsten TV-Kanäle zum Beispiel in der Ukraine, also 1+1, Ihor Kolomoyski, der Mann aus Dnipropetrovsk, der ja 2014 einen wichtigen Beitrag mit seinen finanziellen Mitteln geleistet hat, dass sich die Ukraine der russischen Aggression erwehren konnte. Die freiwilligen Bataillone, die sogenannten Bataillone Donbass, wurden ja von Herrn Kolomoyski finanziert. Also es gab immer auch staatsloyale Oligarchen, nicht nur staatskritische oder antistaatliche Oligarchen wie die Donbasser. Das ist auch wieder so eine ukrainische Besonderheit. Aber Kolomoyski, das ist eben hochproblematisch, hatte im Finanzsektor, vor allem aber im Mediensektor mit 1+1, da kommt dann nachher noch eine Person ins Spiel des heutigen Präsidenten, der da seine Karriere gemacht hat, sozusagen die Hand drauf. Herr Pinschuk hat ICTV, der neue Kanal, das sind Sachen, die Herrn Pinschuk gehörten. Akhmetov hat dann ganz wichtige Kanäle, Ukraine 24 oder Telekanal Ukrainer. Und noch ganz wichtig ist der Telekanal Inter, der ganz stark von Janukowitsch-affinen Leuten lange Zeit und bis heute eigentlich noch kontrolliert wird. Und das heißt, wir haben es auch mit einer oligarchisch versäulten Medienlandschaft zu tun, denn diese Fernsehkanäle sind immer noch die wichtigsten Medien und die wirklich am Markt starken, einflussreichen Kanäle, 1+1 und Inter, die sind natürlich in der Hand dieser Oligarchen. Und deswegen gab es zwar in der Ukraine auch aufgrund der Konkurrenz zwischen diesen Kanälen immer sowas wie Freiheit der Medien. Also in der Ukraine konnte man und kann man immer alles sagen, was man will. Es gab auch immer einen guten Journalismus. Die Journalisten waren auch immer die Mittreiber der revolutionären Veränderung. Aber dieses System hatte natürlich seine Grenzen, weil wenn Sie beispielsweise die Wahlkampagne von Präsident Zelensky 2019 gesehen haben, die natürlich ganz massiv sich auf die
auf Selenskys Karriere als Unterhaltungsmoderator bei 1+1 gestützt hat, dann war diese Kampagne kaum begleitet von neutralen, objektiven Informationen über die Wahlmöglichkeiten der Bürger, weil alles sehr polarisiert wurde durch diese oligarchischen Kanäle und die hinter ihnen stehenden Leute. Also Petro Poroschenko, der Vorgänger von Herrn Selenskyj, ist beispielsweise der Kontrolleur des Telekanals Fünfter Kanal gewesen. Und Poroschenko war ja der große Gegner von Selenskyj. Selenskyj hat sich ja vor allem gegen Poroschenko, weniger gegen Janukowitsch, abgesetzt. Und das führte gerade in diesem Wahlkampf 2019 dazu, dass er, was die Informationszugänge für die Bevölkerung angeht, vielleicht eines der mit schwierigsten und problematischsten Wahlkämpfe in der Ukraine überhaupt war, obwohl insgesamt die Atmosphäre nicht von Repression insgesamt frei war. Also diese Ambivalenz ist auch typisch für die Ukraine. Also Oligarchen haben Medien. Oligarchen haben meistens auch Zugang zum Justizsystem, verfügen über Netzwerke von hörigen Staatsanwälten, Richtern oder Leuten in der Polizei, in den Strafverfolgungsbehörden. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, sie verfügen natürlich über erhebliche Aktiva, weil man jetzt streiten kann, ab welcher Summe ein Oligarch anfängt, Oligarch zu sein. Ja, also ich sage mal so, wenn Sie die ersten 100 reichsten Ukrainer nehmen, dann fängt das oben an bei Achmetow mit 10 Milliarden Aktiva, vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr. Der hat sich also wieder völlig erholt von der Krise 2014, die ja vor allem seine Fabriken im Donbass betroffen hat. Etliche Anthrazitkohleberginen sind ja in den nicht kontrollierten Teilen der Ukraine. Daran sehen Sie auch, wie Achmetow sich halten könnte. Er hat das nämlich alles ganz gut überstanden. Der dritte Punkt, sie sind einflussreich im politischen Leben, indem sie zum Beispiel über Machtnetzwerke im Parlament verfügen, indem sie über Netzwerke regionaler Fürstentümer verfügen, von wichtigen Bürgermeistern oder ökonomisch-politischen, ich nenne das immer die ökonomische Kooperative der Ukraine, ja, also kooperative Strukturen, die sich gegenseitig stützen, ihre Monopole schützen und eben auch eine bestimmte Gruppe in den lokalen, regionalen oder anderen Parlamenten fördern. Und die Revolution der Würde wollte eben damit ein Ende machen. Und deswegen hat es auch, und nach dem Maidan, der ja in seiner Schärfe und auch, ich sag mal, in der Entschlossenheit der damaligen Protestbewegung sich deutlich von der Orangen Revolution unterschied. Die Orangen Revolution, was interessant ist, wenn Sie sich da vielleicht noch oder der ein oder andere oder die ein oder andere zurückerinnern, die Orangen Revolution wurde gemacht von politischen Figuren, die auch im Parlament waren. Timoschenko, Juschenko und andere. Der Maidan 2014 hatte eigentlich keine politischen Führungsfiguren aus dem klassischen Establishment, sondern es waren tatsächlich Anführer aus der Zivilgesellschaft. Das war einerseits ein Nachteil, weil aus dem Maidan, aus dieser Bewegung, zwar viele dann in den Reformnetzwerken bis heute tätig sind und einen wichtigen Teil dieser sehr aktiven ukrainischen Bürgergesellschaft sind, aber aus dem Maidan sind letzten Endes keine Eliten in die politischen Positionen, also Alternativen in die politischen Positionen der tragenden Institutionen des Staates eingerückt oder nur sehr vereinzelt, auch sehr wichtige, die aber später wieder zurückgedreht wurden oder man versucht, sie zurückzudrehen. Der Maidan hatte einige Erfolge, die bis heute wichtig sind und heute auch immer noch umkämpft sind. Das Erste, was ich nennen möchte, ist, und das hängt natürlich ganz eng mit den Oligarchen zusammen, denn wie man sich das denken kann, ist Korruption eines der wichtigen Instrumente der Oligarchen, sich eben Richter oder journalistische Redaktionen gefügig zu machen. Und gegen diese Korruption hat es nach dem Maidan in dieser ersten Reformphase des Präsidenten Poroschenko, der ja selbst im Grunde genommen Oligarch ist, also man nennt ihn auch den Schokoladenkönig, hatte übrigens auch ein starkes Business mit Russland,
dass in dieser ersten Phase ist es tatsächlich erreicht worden, dass erstens ein sogenanntes nationales Antikorruptionsbüro etabliert wurde mit einem Direktor, der bis heute erfolgreich mit seinen Detektiven arbeitet, aufgrund einer starken, auch internationalen Unterstützung, die er von den westlichen Gebern bekommen hat. Also das ist seine Aufgabe, die höheren Ränge der Beamtenschaft und Politik eben auf Korruption zu überprüfen. Zweitens, es gibt die nationale, und das ist wichtig, der Herr Sitnik ist bis heute Direktor, den hat man schon oft versucht zu stürzen, ist aber nicht gelungen. Und aufgrund dieser Tätigkeit, muss man sagen, ist das Thema Korruption viel transparenter geworden. Man hat den Eindruck, es gibt heute mehr Korruption, was aber meines Erachtens eine Täuschung ist. Es ist heute nur viel mehr bekannt darüber und es werden mehr volle Fälle verfolgt. Und das ist ja der erste Schritt, auch diesem Problem zu begegnen. Das zweite wichtige oder die zweite wichtige Behörde, die er beim Ministerkabinett, also als zentrales Organ der Exekutive bei der Regierung angesiedelt ist, am Anfang von erheblichem Missmanagement gekennzeichnet war, ist die Nationale Agentur zur Prävention von Korruption. Das heißt, es ist eine Agentur, die die Aufgabe hat, die im Zuge der Maidan-Reform eingeführten Einkommensprüfungen, zum Beispiel der Abgeordneten oder hohen Beamten, zu überprüfen. Und diese Einkommensprüfung und die Normen, die eingeführt wurden zur illegalen Bereicherung, sind tatsächlich ein ganz wichtiges Element bei der Säuberung auch von korrupten Personen. Und die arbeitet mittlerweile durchaus erfolgreich. Des Weiteren gibt es eine Institution, die ebenfalls bisweilen sich auch durch Missmanagement und bis heute durch Dysfunktionalität auszeichnet und eigentlich ganz wichtig ist, das ist der sogenannte Antikorruptionsstaatsanwalt. Das heißt, das ist die Persönlichkeit, die eigentlich die Fälle, die das Nationale Antikorruptionsbüro zum Beispiel im Falle von Oligarchen ermittelt hat, dann vor Gericht bringt. Weil, und hier sehen Sie auch wieder einen Reformschritt, was es auch früher nicht gegeben hat, in der postsowjetischen Erbschaft war ja die Staatsanwaltschaft immer für allmächtig alles zuständig. Ja, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, die hat untersucht, die hat verabschiedet, die hat entschieden, die hat interveniert. Das heißt, die frühere Staatsanwaltschaft, und das hat Janukowitsch sich übrigens bei seinen Justizverfolgungen massiv zunutze gemacht, war im Grunde genommen kein Organ der Rechtsprechung, sondern ein Organ, das so herumwaberte zwischen Exekutive und Justizsystem und im Grunde genommen eine Zement-Machtorgan sui generis war. Und Sie sehen bei den Antikorruptionsbehörden schon, dass man nun Ermittlungen und Anklage getrennt hat, wie das eben auch für die Staatsanwaltschaften anderer Rechtsstaaten typisch und richtig ist. Das heißt, was wir schon mal festhalten können, ist, während die Reform von überkommenen Institutionen immer extrem schwierig ist, ja, das gilt vor allem für die Gerichte, ich komme da gleich drauf, weil erstens hier der Bestandsschutz von Richtern ist, das ist ja auch eine europäische Norm, ne? Richter können nicht gefeuert werden, das ist aber für postsowjetische Staaten ein Riesenproblem, wenn sie überkommene Richterschaften, die geradezu mafiös untereinander organisiert sind, mit ins System, in die neue Ära nehmen, was machen sie dann? Dann können sie noch so schöne Gerichtsreformen haben, wenn die Leute da drin sich sozusagen absprechen und vernetzen und nur auf das hören, was der Präsident ihnen per Telefon sagt, dann bringt auch eine institutionelle Reform nichts. Das ist übrigens etwas, was die Europäer in ihren guten Ratschlägen für die Maidan-Reformer lange übersehen haben, dass eine Fixierung auf das Heiligtum der Richterschaft am Ende zu widersprüchlichen Ergebnissen führt. Ja, da können dann die Gesetze noch so super sein. Die Ukraine hat, würde ich sagen, in der Justiz mit die besten Gesetze der Welt. Aber das bringt eben nichts, wenn Sie keinen Mechanismus finden, unter Berücksichtigung europäischer Standards eine Reorganisation des Gerichtes so vorzunehmen, dass es auch ermöglicht, über Wettbewerbsmechanismen das Personal zu erneuern. Das ist die Kunst bei der ganzen Sache. Da ist man jetzt auch drauf gekommen. Und die Venedig-Kommission zum Beispiel hat aufgrund der Erfahrung in diesem Bereich
ihre Einstellung dazu auch geändert und erlaubt jetzt der Ukraine, dass zum Beispiel Quoten von internationalen Rechtsexperten auch in Auswahlkommissionen für Richter sitzen, damit eben sozusagen die faulen Clans nicht eine Blockademehrheit haben und die Erneuerung verhindern können. Ich nenne nachher Beispiele, wo das auch beginnt zu gelingen. Das Problem ist dann wieder so ein bisschen der Präsident, gar nicht so sehr die Oligarchen. Aber was ich hier nochmal bei den Antikorruptionsbehörden betonen will, ist, dass sie einsehen, da wo die Ukrainerinnen und Ukrainer sich neue Institutionen aufbauen, klappt es meistens besser, als wenn sie alte ewig lang rumreformieren und rumbasteln. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Zivilgesellschaft auch so stark ist, dass sie da auch mittlerweile, die brauchen auch keine Rechtsexperten vom Westen. Das sind alles Leute, die haben im Westen studiert, die sind völlig international. Und es war auch lange Zeit ein Fehler, dass man zu sehr auf Beratung, sozusagen wie funktioniert was, Wert gelegt hat und zu wenig, und das ist meines Erachtens etwas, was die EU zu spät auch verstanden hat, dass man einen, dass sie von einem Land wie der Ukraine schwer verlangen können, zu sagen, reformiert euch in allen Teilen eures politischen und rechtlichen Systems, ohne dass es von der EU einen wirklichen Institutionentransfer gibt. Ja? Und das ist übrigens auch etwas, was im Konflikt mit Russland diese Staaten so anfällig macht. Sie sind seit zwei Jahrzehnten in einem kompletten Umbauprozess. Aber sie haben eigentlich für diesen Umbauprozess gar nicht die Institutionen und das Personal bereit, um den zu gestalten. Und deswegen ist es jetzt eben richtig, dass sich auch die EU seit dem Maidan, der war natürlich dann auch eine Zäsur, ich würde sagen, seit dem Maidan beginnt überhaupt eine richtige unabhängige Ukraine zu entstehen, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Denn schon heute können wir sagen, dass alles das, was die Ukrainer seit 2014 gemacht haben, in der Summe schon viel mehr ist als in den 20 Jahren zuvor. Also bei allen Rückschlägen, von denen ich nachher auch noch spreche, ist da auch schon eine Menge Fortschritt drin. Und es ist eben gut, dass die EU heute zum Beispiel bei den Antikorruptionsbehörden gegenüber Präsident Poroschenko so beharrlich, der hat natürlich als Selbstschokoladenkönig kein Interesse daran gehabt, dass es jetzt wirklich unangenehme Antikorruptionszangen gibt, die ihn beobachten. Ja, da hatte der Mann natürlich kein Interesse. Aber es war eben von herausragender Wichtigkeit, dass sozusagen mit dieser Sandwich-Taktik, dass eben Zivilgesellschaft von unten eng mit den europäischen Partnern im Reformprozess zusammenarbeitet, plus die Formulierung von solchen Karotten wie der Visafreiheit, die den Präsidenten dann auch öffentlich extrem unter Druck gesetzt hat, dazu geführt hat, dass es tatsächlich auch Erfolge gab. Das ist das eine. Das Zweite ist, auf das ich mich beziehen will und dann nachher auch ein bisschen ein Beispiel für die neueste Entwicklung unter Selenskyj nehmen will, das ist die Richterschaft. Und ich sage mal so, das Gerichtswesen ist neben der Staatsanwaltschaft, die ich heute nicht so sehr behandle, wir können da nachher in der Diskussion noch mal drüber sprechen, aber das wird sonst zu viel, weil das alles ziemlich komplex ist. Und ich alles schon furchtbar vergröbere hier. Ja, das sage ich Ihnen gleich, wenn Sie sich jetzt gleich in die Bibliothek stürzen und das alles nochmal nachlesen. Also ich muss hier auch alles ein bisschen zusammenfassen, sonst wird es einfach, obwohl hier das Problem ist, die Details, also der Teufel in diesen Reformen liegt immer im Detail, aber ich muss es hier auch ein bisschen drüber zusammenfassen. Aber ich gehe jetzt mal auf die Richterschaft ein. Das ist eben einer der Hauptforderungen des Maidan, dass es eine unabhängige Judikative wieder gibt, eine unabhängige Rechtsprechung und vor allem ein unabhängiges Gerichtswesen. Das Vertrauen in der Ukraine, oder sagen wir es andersrum, die Richterschaft und die Gerichte sind die Institutionen, die in der Ukraine bis heute, aber vor allem in der Zeit dann des Maidan, das war auch ein Grund für den Ausbruch dieser Revolution, die dann vor allem durch diesen autoritären Janukowitsch nochmal besonders hervorgehoben wurde. Aber im Grunde genommen hat sich das schon lange aufgestaut. Das Vertrauen gegenüber Gerichten, das liegt irgendwo so bei 7%, ja, in manchen. Also es ist extrem niedrig. Die Leute fühlen sich in keiner Weise gerecht behandelt von Gerichten. Und es gibt, und jetzt auch verstärkt durch den Konflikt, in dem es natürlich zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen auch gegen die Menschlichkeit gegeben hat, es gibt eben kein funktionierendes Gerichtssystem, was den Menschen wieder Gerechtigkeit widerfahren ist, vor allem den Opfern des Konflikts. Ein Riesenproblem in der heutigen Ukraine, was den Reformprozess massiv untergräbt,
Und das sind eben zwei Flanken. Das eine ist eben, dass Oligarchen häufig unbehelligt bleiben von Gerichten. Oder dass eben auch die Gerichte einfach nicht so professionell und modern aufgestellt sind, dass sie sich zum Beispiel mit den Problemen, die sich aus dem Konflikt ergeben, zum Beispiel, wie haben Oligarchen kollaboriert? Ja? Was ist das eigentlich Kollaboration? Das sind alles Dinge, oder was ist das organisierte politische Netzwerk, die man untersuchen muss? Die Gerichte und die Staatsanwaltschaften sind es aus der Sowjetzeit überhaupt nicht gewohnt, solche Untersuchungen vorzunehmen. Ja, und man hat es jetzt mit einem Konflikt zu tun, der ja in seiner Entstehung viel auch mit Landesverrat von Teilen der Eliten in den Regionen zu tun hatte. Und dem kommt man kaum bei. Und ein wesentlicher Grund eben gerade, was die Oligarcheneinflüsse betrifft, dass wir eben keine unabhängigen Richter haben. Das ist das Hauptproblem, dass wir zum Teil korrupte Richter haben und dass Schlüsselinstitutionen im Gerichtswesen, wie zum Beispiel das sogenannte Kiewer Kreisverwaltungsgericht, was die wichtigste Revisionsinstanz für alle Entscheidungen der Staatsorgane auf dem Territorium Kiews haben, das heißt, das sind alle Organe der Regierung, ja, das ist alles, was zählt, ist das die Revisionsinstanz. Da sitzt nun gerade einer der, ich sag mal, wie soll man das sagen, der Kontrolleure, sage ich mal, der mafiotischen Kontrolleure korrupter Richternetzwerke in der Ukraine. Das ist Pavlo Wovk, über den auch durch geleakte Gespräche alles Mögliche bekannt ist, aber dem man immer noch nicht beikommen kann, der aber eine massive Macht hat, indem er eben dieser Revisionsinstanz vorsteht. Und was wichtig ist jetzt für die Erneuerung, für eine rechtsstaatliche und verfassungsmäßige Erneuerung, das ist natürlich die Stärkung der Organe in der Richterschaft, die sozusagen die Selbstverwaltung der Richterschaft garantieren. Und das ist einerseits, wie in anderen Staaten auch, der oberste Rat der Rechtsprechung. Manchmal sagt man auch Justizrat oder höherer Justizrat. Ich sage jetzt oberster Rat der Rechtsprechung, das ist so die neue Bezeichnung seit den letzten Reformen, der sozusagen die endgültige Ernennung der Richter vornimmt, der die Richter disziplinieren kann und der sie endgültig entlassen kann. Das ist ein Organ in der Verfassung. Das ist übrigens auch jetzt so ein bisschen das Problem in Polen, ja, mit solchen ähnlichen Organen und der Einfluss dieser Organe dann. Und dieser oberste Justizrat ist in seinem Bestand immer noch nicht erneuert und ist im Grunde genommen Teil dieser Richtermafia. Wir wissen auch, dass die Integrität, da gibt es wichtige Studien zu, etlicher dieser Richter höchst im Zweifel zu ziehen ist. Und ein Teil dieser Richter war eben auch noch unter Janukowitsch schon in diesem Organ, als der oberste Justizrat mit Hilfe der Staatsanwaltschaft und anderer Mitglieder, da sind also 10 Richter, von 21 sind, glaube ich, 10 Richter und die anderen 11 sind vom Parlament ernannt, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, Rechtsexperten, alles Mögliche, als man versucht hat, über die Politisierung dieses Organs eben die Richter gefügig zu machen. In diesem Organ ist eben die Korruption besonders problematisch und auch die mangelnde Professionalität. So, das ist das eine. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Schlüsselorgan. Das andere Organ ist die höhere Kommission der Qualifikation der Richter, WKKS nenne ich das im Folgenden, Wyższa Kwalifikacyjna Komisja Sudów auf Ukrainisch, die, wie man sich das schon denken kann, für die Überprüfung der Qualifikation der Richter zuständig ist, die sozusagen aus den Kandidaten die Richter auswählen, die dann dem obersten Justizrat zur endgültigen Entscheidung vorgelegt werden oder die auch verantwortlich ist, diese WKKS, für die Versetzung von Richtern von der einen auf die andere Position. Also das sind die Kernorgane der richterlichen Selbstverwaltung. Die Herausforderung eben dass man die Oligarchen oder diese Oligarchenmacht, ein wichtiger Zugang, Oligarchenmacht einzuschränken, sind eben unabhängige, erstens Justizorgane, vor allem Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei und so weiter, aber Gericht ist eben ganz wichtig. Der zweite Punkt sind natürlich unabhängige Medien.
Ja, das heißt, das ist natürlich eine Herausforderung heute, weil Sie können Medien auch nicht einfach, das geht nicht. Sie können nicht einfach jetzt zu einem Oligarchen gehen und sagen, gib die Medien auf oder wir machen die Medien zu. Auch das muss einem rechtsstaatlichen Prozess unterliegen und am besten lässt man sich auf den gar nicht ein, sondern es ist noch besser, man schafft auch hier neue Inseln von Medien. Ja? Und ein großes Thema war ja in der Ukraine immer die Schaffung eines öffentlichen Radios und Fernsehens und auch so ein bisschen nach deutschem Vorbild die Schaffung regionaler öffentlich-rechtlicher Programme, damit sozusagen die Menschen im Donbass auch ihr öffentliches rechtliches Programm haben, aber eben mit demselben professionellen Journalismus, den dann auch die nationalen Kanäle haben. Und das ist eben auch eine Sache, die unter Selenskyj besonders stockt, weil Selenskyj liebt es nicht. Der Mann war ja mal Unterhaltungskünstler. Er liebt es nicht, wenn über ihn schlecht berichtet wird. Und gerade unter Selenskyj, das ist das Bemerkenswerte, haben wir eigentlich eine Stagnation der Finanzierung für die ersten Inseln öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die auch wichtig sind. Also Sie haben zum Beispiel in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen die wichtigste Sendung über Korruption, Schemme, also Schemata, ja, das ist praktisch, da wird eben über die Mechanismen von Korruption und Einflussnahme von Oligarchen und oligarchennahen Gruppen berichtet. Da werden investigative Untersuchungen gezeigt, wie sich Oligarchen mit den Leuten aus der Präsidialadministration von Selenskys 1 plus 1 Klientel. Ich sage 1 plus 1 Klientel, weil das alle Leute sind, die er um sich herum gruppiert hat. Das sind frühere Kollegen aus seiner TV-Karriere. Ja, das sind keine professionellen Beamten. Die hat er um sich herum geschart und die haben zum Beispiel schön immer gezeigt, wie sich nachts auf irgendwelchen Anwesen Leute von Selenskyj mit Oligarchen getroffen haben, während am Tag Herr Selenskyj auf 1 plus 1 groß verkündet hat, was Herr Poroschenko für ein skrupelloser Oligarch war und in welch skrupelloser Weise er die Ukraine sozusagen in korrupte Machenschaften verstrickt hat. Und das ist eben, das zeigt eben, wie wichtig das ist und dass eben in der Ukraine schon sich was verändert hat. Ja, das heißt, sie haben mittlerweile diese Nischen, wo alles gesagt werden kann, wo jeder knallhart kritisiert werden kann. Aber diese Nischen sind auf dem Medienmarkt immer noch viel zu schwach und man müsste sie viel stärker fördern. Man müsste im Grunde genommen den staatlichen Kanal Ukrainer Adin, also der erste ukrainische Kanal, den müsste man im Grunde genommen komplett umwandeln, damit er nochmal eine wichtige Wirkung erzeugt. Und es müsste natürlich auch so sein, dass das nicht nur Nachrichtenkanäle, die geschaffen werden, weil die guckt keiner, sondern dass sich professionelle Nachrichten und Dokumentation mit einem attraktiven Unterhaltungsprogramm verbinden. Und da kommt noch eine andere Konkurrenz, die sehr professionell war, eine lange Zeit lang, heute immer noch so ein bisschen ist. Das sind natürlich die vielen russischsprachigen Sender, die in Teilen der Grenzgebiete der Ukraine zu Russland immer noch gerne empfangen werden. Nicht so sehr, weil die Leute da alle so furchtbar pro-russisch sind, sind manche auch noch, aber das hat sich auch stark geändert, selbst in Donbass, sondern weil es einfach ein professionelles Unterhaltungsprogramm gibt. Das heißt, das ist natürlich eine Riesenherausforderung und nur wenn es einen politischen Willen und eine Einsicht gibt, das aufzubauen, dann kann man das auch aufbauen. Und Sie wissen, dass in Deutschland war das eben nach 1945 die Erfahrung, dass man unbedingt unabhängige Medien braucht, um zu einer erfolgreichen Demokratisierung zu kommen. Da gab es die einschneidende Erfahrung der deutschen Schuld am Zweiten Weltkrieg und alles, was damit zusammenhängt. Da gibt es dann Momente, wo man das macht. Ja, das sind so Windows of Opportunity. Aber dieser Präsident, der sowas in vielerlei Hinsicht ist, der keine schlechten Absichten hat, glaube ich, aber der so ein bisschen sowas ist, wie was wir in der Politologie heute als einen politischen Clown bezeichnen und einen Populist bezeichnen, hat kein Interesse, mit übermäßigen Finanzmitteln etwas zu fördern, was er möglicherweise nicht mal unter Kontrolle hat. Also, das sind die Medien, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe die Gerichtsinstitution schon genannt. Und das Weitere ist natürlich, und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Faktor, der für die Definition von Oligarch, also Verfügungsgewalt Medien, Verfügungsgewalt Strafverfolgungs- und Justizorgane, wichtige, also große Assets in der Wirtschaft, vor allem in ich sag mal so, in staatsbildenden Schlüsselwirtschaften. Ja, das ist wichtig. Also Oligarchen, die wirklich Oligarchen sind, haben zum Beispiel nicht irgendwas. Also Poroschenko ist da eigentlich auch fast noch so ein bisschen harmlos als Schokoladenkönig, was bei Poroschenko eher das Problem war,
dass er aufgrund seiner Verstrickung in dieses System, ich glaube, nicht so sehr sich selbst so sehr bereichert hat, sondern in staatliche Positionen Leute gelassen hat oder berufen hat, gegenüber denen er Verpflichtungen hat aus seiner wirtschaftlichen Karriere. Das war eigentlich bei Poroschenko das Problem. Bei Son Achmetow ist bedeutend und deswegen auch für den Staat so schwer handelbar, weil er massiv in seiner Hand hat, zum Beispiel die Elektrostromversorgung. Die Kohleförderung, ja, das sind natürlich Sachen, die für die Ukraine auch als Staat von existenzieller Bedeutung sind. Und wenn solche Sachen in monopolistischen Händen sind, dann ist es für den Staat auch schwer, sozusagen, oder er kommt sozusagen dann an solchen Leuten auch nicht vorbei. Also das sind, wie gesagt, das ist also so die Sache. Und wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Sachen genannt, wie man an Oligarchen herangehen muss. Es ist Unsinn zu sagen, man schickt die alle ins Gefängnis, das ist völliger Käse, sondern was sie brauchen, sind transparente Regulierungsbehörden. Sie brauchen in den Schlüsselfunktionen staatlich oder sie brauchen in staatlichen Schlüsselbehörden, zum Beispiel der Zollbehörde, wo ganz viele Finanzflüsse hin und her geschoben werden, der Steuerbehörde, der Gesundheitsbehörde, der neue Gesundheitsdienst, übrigens ein positives Beispiel, hier ist eine europäische Reform immerhin noch nicht gestoppt, sondern eher am Gelingen, da wurde jetzt jemand ernannt auf den wichtigen Posten der nationalen Gesundheitsbehörde, die eben über die Finanzierung des Gesundheitswesens entscheidet, der auch tatsächlich professionell ist, ebenso wie der Minister. Allerdings hat man jetzt anderthalb Jahre davor von staatlicher Seite und unter staatlichem Druck, auch aus der Präsidialadministration, so lange versucht, den Wettbewerb kaputt zu machen und zu wiederholen. Also da gab es mehrere Wettbewerbe, war alles ein Riesenskandal, die also die Bestimmungen zur Unabhängigkeit der Auswahl der Kandidaten permanent umgangen haben oder immer wieder neu bestimmt haben, neue Fristen gemacht haben, einfach so lange suchen sollten, bis sie den für den Präsidenten angenehmen Kandidaten haben. Aber das hat auch wieder nicht ganz geklappt am Ende. Erstens auch, glaube ich, wegen der Corona-Krise. Man brauchte am Ende einfach gute Leute. Also da kam auch wieder eine Drucksituation rein, die Dinge verändert hat. Und zweitens natürlich auch wieder der massive Einfluss der Geber und der westlichen Partner der EU. Deutschland ist da auch sehr stark drin bei der Gesundheitsreform, die gesagt haben, also so geht das nicht. Wir entziehen dir Unterstützung, wenn das so weitergeht. Und mittlerweile haben wir da tatsächlich eine halbwegs gute Person. Wo das völlig anders gelaufen ist, war um nur ein Beispiel zu nennen, war der Chef der Zollbehörde. Der Chef der Zollbehörde war der ehemalige stellvertretende Wirtschaftsminister Nefodow, der nach der Revolution des Maidan das gesamte System der Staatsankäufe, also der Staatsankäufe von Waren und Dienstleistungen, sogenanntes State Procurement, reformiert hat, erfolgreich. Der ist davor international prämiert worden, ist auch ein großer Erfolg der Maidan-Revolution, weil die Staatsankäufe waren das Futter, mit dem die Oligarchen von der Präsidialadministration gefüttert wurden. Da wurde also wirklich wie in so einem Verteilungssystem, hat jeder was bekommen. Das waren ja auch meistens Staatsunternehmen, die von oligarchischen Managern besetzt wurden. Und das hat der völlig geändert. Das war einer der erfolgreichsten Reformen. Bis heute hat die Bestand, müsste auch noch ausgeweitet werden, zum Beispiel auf den Verteidigungssektor. Aber immerhin, das war ein wichtiger Bild. Der ist dann, das war auch eine Forderung der Reformer, zum Chef der Zollbehörde gemacht worden. Und natürlich hatte der als Reformer erstmal den richtigen Gedanken, ich muss erstmal meine Institution transparent machen und effizient machen und neu aufstellen, bevor ich dann sozusagen auch Erfolge dahingehend aufweisen kann, dass ich zum Beispiel auch mehr finanzielle Einnahmen für den Staat habe. Selenskyj aber, und da kommt wieder dieser populistische Zug rein, hatte einfach keine Geduld, den jetzt bei seiner institutionellen Reform zuzusehen. Der wollte schnell Ergebnisse sehen, die er in der Öffentlichkeit zeigen konnte. Und deswegen ist dieser Mann beispielsweise unter fragwürdigen Umständen ohne Nennung von Gründen abgesetzt worden, obwohl es eine der wichtigsten Reformpositionen ist. Denn wenn Sie auf so einer Position jemanden haben, der vielleicht integer ist, aber der nicht selbstbewusst sein, der nicht selbstbewusst ist, der sozusagen gedreht werden kann, dann
sind das typische Einfallstore für Oligarchen. Und ähnliche Vorgänge hatten wir auch bei der Steuerbehörde. Und wir haben ähnliche Vorgänge auch in wichtigen Strafverfolgungsorganen wie dem ukrainischen FBI, ja, eine neu geschaffene Behörde, die anstelle jetzt der Staatsanwalt die Ermittlungen macht, also das sogenannte Investigationsbüro, staatliches Investigationsbüro. Und dieses staatliche Investigationsbüro hat auch der Präsident versucht, Einfluss zu nehmen, indem er seine Kompetenzen über dieses Büro gestärkt hat, was absolut gegen die Verfassung verstößt. Ja? Und wir sehen bei Selenskyj die Tendenz, dass wenn etwas nicht funktioniert in seinem Sinne, dann versucht er sich, einzelne Staatsorgane, die eine Schlüsselfunktion haben, sozusagen unter den Nagel zu reißen, versucht, Organe, die nach dem Prinzip der Gewaltenteilung eigentlich zur Regierung kommen, in die präsidiale Kompetenz zu ziehen und damit sozusagen im Hauruck-Verfahren Probleme zu lösen und schnelle Erfolge vorzuweisen, was meistens nicht klappt, sondern nur dazu führt, dass wir zunehmend auch eine Zentralisierung, eine Rezentralisierung bekommen, die dazu führt, dass die Oligarchen die Möglichkeiten haben, wie früher bei Kutschma, sozusagen nicht sich mit unabhängigen, dezentralen Organisationen auseinandersetzen zu können, sondern sie können sozusagen gleich über ihre Privilegien und über die Ressourcenverteilung mit dem Präsidenten verhandeln. Und das war schon immer gefährlich. Und das Problem ist, dass Selenskyj das vielleicht nicht beabsichtigt, dass er aber letzten Endes zu schwach ist, letzten Endes, ein solches System zu managen, denn er hat natürlich nicht die Möglichkeit wiederum, wie Putin in Russland. Ja? Putin hat das erfolgreich betrieben, aber Putin ist eben in Russland und nicht in der Ukraine. In der Ukraine können sie nicht Leute, die als Oligarchen nicht funktionieren, einfach einsperren, wie sie wollen, sondern sie müssen natürlich gewisse rechtsstaatliche Prinzipien aufrechterhalten. Und in der Ukraine haben sie auch eine ganz andere Zivilgesellschaft, die natürlich darauf achtet, dass Machtmonopole nicht einfach so durchgehen. Und dadurch kommt Selenskyj in das Problem, dass er zunehmend durch eine Ignoranz gegenüber Institutionen und Prozeduren oligarchische Strukturen und ökonomisch-politische Machtnetzwerke wieder Einfallstore ermöglicht, auf den Staat direkt Einfluss zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Tendenz. Ich möchte Ihnen jetzt vielleicht noch eine Sache oder nochmal zurückkommen, auch auf den Präsidenten, der ja selbst, wie Sie wissen, in den Panama Papers aufgetaucht ist. Und zwar ist er deswegen aufgetaucht, weil er aufgrund seiner Beziehung zu dem Oligarchen Kolomoyskyj, der Eigentümer des Kanals 1+1 ist, der im Grunde genommen die, ich sag mal, publizistische Basis für Selenskyjs Präsidentenerfolg 2019 war, weil eben nachgewiesen ist, dass der Betrug an der Privatbank von Herrn Kolomoyskyj. Herr Kolomoyskyj war damals mit einem Kollegen Eigentümer der sogenannten Privatbank. Das war eine der wichtigsten Banken der Ukraine. Die wurde im Zuge der Bankenreform 2017 unter Poroschenko noch geschlossen. Das hing natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass der Poroschenko wieder ein Konkurrent von Kolomoyskyj ist. Aber die musste tatsächlich geschlossen werden, weil wir ziemlich sicher sagen können, dass Kolomoyskyj wahrscheinlich hier einen Betrug mit faulen Guthaben von über, also er war im Verdacht und es gibt, es ist ziemlich erwiesen, dass das stimmt, dass es hier eben um den Betrug von 5 Milliarden geht. Und hätte man diese Bank nicht verstaatlicht, wären zum Beispiel etliche Sparer oder die Einkommen etlicher Sparer gefährdet gewesen. Es war ein Riesenfinanzskandal und in den Panama Papers kommt eben raus, dass eben etliche Millionen Dollar der Privatbank an Briefkastenfirmen in Zypern, Panama und so weiter geflossen sein sollen, die eben auch Selenskyj und seinen Konsorten, die zum Teil heute in der Präsidialadministration sitzen, gehört haben. Das hat übrigens zu einem massiven Verfall seiner Zustimmung in den letzten Wochen geführt. Was ich nur sagen will, ist, dass erstens Selenskyj keineswegs der Saubermann ist, als den er sich in seiner Serie Diener des Volkes, das war ja einer der erfolgreichsten Serien im Wahlkampf, wo er im Grunde genommen die ukrainische Politik in seinem Sinne satirisch inszeniert hat.
und sich als den einfachen Präsidenten aus dem Volk vorgestellt hat, der sozusagen jetzt das Establishment auswechselt und der versprochen hatte, so vor dem Wahlkampf, jede Woche werde ich ein paar Richter feuern und dann haben wir den Rechtsstaat wiederhergestellt. Schon damals war mir klar, ich gehörte immer zu den Kritikern von seinen Herangehensweisen, er hatte ja eine Riesenzusche, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, das war ein erdrutschartiger Wahlsieg, der die Ukraine da überwalzt hatte. Also ich war auch Wahlbeobachter der OSZE 2019. Er hat es sehr geschickt verstanden, sozusagen sich abzusetzen von dieser stagnierenden Poroschenko-Zeit. Und wo man schon irgendwie Verdacht oder wo man Verdacht schöpfe, war eben, wie er eben schon von Anfang an mit Institutionen umgegangen ist. Ja, also er ist auch mal in den Stadtrat reinmarschiert und hat einzelne Stadträte vor aller Öffentlichkeit gedemütigt. Er hat direkt oft in Institutionen eingegriffen, indem er Runden veranstaltet hat, wo alle möglichen Justizbehörden teilnahmen, obwohl das völlig gegen die Gewaltenteilung geht. Sie müssen wissen, der Präsident hat eigentlich nur Kompetenzen in der Außenpolitik. Er hat überhaupt keine Kompetenzen eigentlich in der Innenpolitik. Und deswegen ist schon das, was ich Ihnen jetzt die ganze Zeit erzählt habe, die Art und Weise, wie der Präsident auf Behörden der inneren Justiz, der Strafverfolgung und der Richterschaft versucht, Einfluss zu nehmen, das ist im Grunde genommen schon ein Unding und führt eben auch immer wieder dazu, dass die Reformen zwar irgendwie im Ansatz gut sind, aber in den Details irgendwie problematisch. Und da will ich Ihnen zum Beispiel ein Beispiel nennen von diesem berühmten Kreisgericht, Kreisverwaltungsgericht in Kiew. Dieses Kreisverwaltungsgericht, habe ich Ihnen ja schon gesagt, ist eine richtige Revisionsinstanz. Und die spielt eben, obwohl es, glaube ich, keinen Richter gibt in der Ukraine, der verpönter ist als dieser Herr Wofk, der diesem Gericht vorsteht, immer noch eine wichtige Rolle spielt. Wir haben zum Beispiel jetzt einen erfolgreichen Wettbewerb, eigentlich erfolgreichen Wettbewerb hinter uns für die Besetzung und das ist eine ganz wichtige Stelle für die Korruptionsbekämpfung und damit auch die Einschränkung der Oligarchen, des sogenannten Antikorruptionsstaatsanwalts. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt diese Antikorruptionsbehörde, das Antikorruptionsbüro und diese Staatsanwaltschaft bringt die Ermittlungen dieses sehr gut arbeitenden Büros vor Gericht, was eben ganz wichtig ist, um das Gefühl der Straflosigkeit, was in der Bevölkerung verbreitet ist, vor allem gegenüber den, ich sage es jetzt mal, vergröbert Bonzen und Oligarchen, zu reduzieren und wirklich den Leuten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das Ergebnis dieses Wettbewerbs war, dass der Mann des Präsidenten, Herr Kostin, der ist übrigens interessanterweise auch von der Partei des Präsidenten, der hat sich da selbst beworben um diesen Staatsanwaltposten, ist auch gleichzeitig der Komiteevorsitzende im Parlament für die Justizreform. Ein ganz wichtiger Schlüssel für den Einfluss der Präsidialverwaltung auf die Justizreform. Der ist, weil es da eben einen sehr funktionierenden Teil von internationalen Rechtsexperten gibt, der ist im Finale durchgefallen. Im Finale übrig geblieben sind tatsächlich zwei sehr gute, unabhängige Profis, die wirklich gut sind, auch von allen Reformern begrüßt werden, auch von den westlichen Partnern. Und jetzt hat eben die Präsidialadministration, ich vergröber das jetzt, das sagen die ja nicht so offen, ja, nur die hat jetzt das Problem, keiner ihrer Kandidaten ist im Finale. So, was ist passiert? Sie müssen sich so vorstellen, die Wettbewerbskommission, die besteht aus, die Auswahlkommission besteht aus zwei Teilen. Das eine sind eben die internationalen, das andere sind vom Parlament Delegierte. Und diese Delegierten, das hat man über Recherchen herausbekommen, sind de facto Leute hinter denen, also die vom Parlament delegiert sind, das heißt in Klammern pro-präsidiale Parlamentsmehrheit, sind Leute von Herrn Tatarow. Herr Tatarow ist in der Präsidialadministration zuständig für die Justizreform. Bemerkenswerterweise war Herr Tatarow ein Mitglied des Innenministeriums in der Zeit der brutalen Vorgehensweisen gegen die Maidan-Protestierenden. Von ihm stammt das Zitat, dass sich diese Leute am 22. Februar, als 100, etwa 70 bis 100 Menschen erschossen wurden, Sie haben alle noch diese schlimmen Bilder im Kopf, da hat Herr Tatarow gesagt, die hätten
die Kugeln im Rücken gehabt, die hätten sich gegenseitig erschossen. Also das ist ein Mann von so einem Kaliber, ja, und der hat auch eine fragwürdige Rolle in dieser Zeit gespielt. Der sitzt jetzt bei Selenskyj, der angeblich alles erneuern wollte, in der Administration und hat eben dafür gesorgt, dass bestimmte Leute in diese Kommission kommen. Und diese Leute kommen jetzt einfach nicht mehr zu den Sitzungen und unterbrechen den Prozess, was dazu führt, dass es jetzt keine Ernennung gibt von einem dieser zwei Kandidaten, die da zur Auswahl stehen. Und der Hintergrund ist, dass man gleichzeitig versucht, Herrn Kostin über dieses korrupte Kreisverwaltungsgericht jetzt wieder in sein Recht zu klagen, nach dem Motto, die Kommission hat ihm Unrecht getan. Das Ziel ist, den ganzen Wettbewerb zu zerstören. Wenn man das jetzt zu Ende denkt und das Kreisverwaltungsgericht würde das tatsächlich machen, dann wäre das natürlich ein totaler Skandal in den ukrainisch-westlichen Beziehungen. Denn noch vor 3 Monaten hat Herr Selenskyj Herrn Biden versprochen, dass die Auswahl dieser Schlüsselposition tatsächlich vollendet wird. Mittlerweile glaubt man da nicht mehr so dran, weil, wie gesagt, der Prozess jetzt herausgezögert wird und wir wissen alle nicht, was mit der Entscheidung des Kreisverwaltungsgerichts passiert. Die warten jetzt ab. Ein Gericht, das eigentlich auch nach der Meinung westlicher Beobachter dringend reorganisiert und ersetzt werden muss, weil es hier offensichtlich einen Mann gibt im Gericht, der sich offensichtlich krimineller Machenschaften versündigt hat. Dieses Gericht zögert das jetzt so lange raus und Verfahren der Anklage werden jetzt im Grunde genommen nicht zur Anklage gekommen, die ganz wichtig sind. Warum? Weil nämlich in dem Fall, wenn der Antikorruptionsstaatsanwalt nicht vorhanden ist, dann tritt an seine Stelle nicht etwa, wie Sie jetzt naiv vermuten könnten, die Nationale Agentur zur Prävention von Korruption, die regelt das dann nicht, sondern die Kontrolle über den Prozess hat dann die Generalstaatsanwältin. Die Generalstaatsanwältin ist sehr mächtig, selbsterklärend ein loyales Instrument von Herrn Selenskyj. Das heißt, die ist schlicht und ergreifend ein Ausführungsorgan von Herrn Selenskyj. Und die wird natürlich auch nichts tun, was in diesem Wettbewerb dazu führen könnte, dass jetzt also es ist nicht zu erwarten, dass sie sozusagen jetzt aus eigenem Willen heraus den Prozess forciert und die Auswahl dieser beiden Kandidaten zum Abschluss bringt. Also daran sehen Sie, dass der Präsident, der sich umgeben hat, meines Erachtens, mit Leuten, denen er vertraut, weil er sozusagen seit seiner Jugend mit ihnen Unterhaltungskunst gemacht hat, weil er keine unabhängigen professionellen Beamten um sich hat, wie dieser Präsident aufgrund auch seines Populismus und seiner Ignoranz oder seinem fehlenden Verständnis für die schützende Funktion von objektivierbaren Prozeduren dazu führt, dass wichtige Reformen, die im Grunde genommen auf einem guten Weg sind, am Ende behindert werden. Ein ähnliches Problem haben wir jetzt mit diesem wichtigen Justizrat, da hatte ich eben von gesprochen, Justizrat und höhere Qualifikationskommission. Wir hatten da einen großen Erfolg, auch für den postsowjetischen Raum bemerkenswert, dass wir nämlich im Juni auch mit dem positiven Zutun des Präsidenten, und ich komme auf die Ambivalenz von Selenskyj nochmal zurück, das ist auch nicht so einfach alles, haben wir es nämlich, oder hat die Ukraine es geschafft, eine Ethikkommission zu etablieren, die Aufgabe hat, für die Erneuerung des obersten Justizrats die heutigen Mitglieder des Justizrats auf ihre ethische Integrität zu prüfen. Wovor, wie Sie sich vorstellen kann, der Justizrat eine höllische Angst hat. Und warum ist das wichtig? Der Justizrat ernennt am Ende die Mitglieder, der nun, das ist auch ein Erfolg, der Juni-Reform, neu zu schaffenden höheren Qualifikationskommission der Richter. Diese höhere Qualifikationskommission der Richter, wenn sie dann ernannt ist, also wenn ihre Mitglieder ernannt sind, würde die nächste Welle von 2500 Richtern sozusagen auswählen. Also für die ukrainische Justiz ist das ein herausragend wichtiges Ereignis. Jetzt versucht der Richterrat, die Präsidialadministration, vor allem diese Leute um Selenskyj herum zu beeinflussen,
dass man die Arbeit der Ethikkommission sozusagen verlangsamt, um Zeit zu gewinnen, dass die höhere Qualifikationskommission noch vom alten Richterrat ernannt werden kann und damit garantiert ist, dass Leute wie dieser Richter von diesem richtigen, wichtigen Revisionsgericht weiterhin ihre Kontrolle über loyale Leute ausüben können. Dazu muss man wissen, dass die Wettbewerbskommission der höheren Qualifikationskommission auch eine sehr gute Kommission ist, aber das ist aufgrund der Reglementbestimmung, das ist jetzt zu kompliziert, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, so ist, dass sozusagen ein Teil der Richter, die in dieser Wettbewerbskommission sitzen, da sitzen auch Internationale drin, also zunächst einmal, die müssen auf jede Vakanz immer zwei Kandidaten auswählen. Das führt dazu, dass sie meistens aufgrund dieser ambivalenten Zusammensetzung, weil es gibt Internationale, es gibt gute, saubere Vertreter, aber es gibt auch fragwürdige Vertreter, die sozusagen loyal zu den alten Strukturen sind. Das führt dazu, dass der Justizrat am Ende die Wahl hat zwischen einem sehr guten Kandidaten und einem Kandidaten, der zwar integer ist, aber der nicht unbedingt politisch unabhängig ist. Ja? Also der sozusagen der vielleicht ein Advokat oder sonst was ist oder ein Rechtsexperte, der wieder mit diesen alten Netzwerken zusammenhängt. Das ist alles sehr kompliziert, aber diese Gefahr besteht. Und deswegen hat der oberste Justizrat jetzt das Rieseninteresse, dass die Lustration, die die Ethikkommission über ihn selbst durchführt, behindert, aufgehalten wird und dass er möglichst noch in altem Bestand die höhere Qualifikationskommission, also die Richter dazu ernennen kann. Und das wäre natürlich im höchsten Maße problematisch. Und auch hier sehen Sie, wie stark diese alten Seilschaften sind und wie gut die miteinander vernetzt sind. Und dass natürlich Selenskyj auch den Fehler gemacht hat, dass er sich angreifbar gemacht hat. Also der Justizrat versucht letzten Endes sein Handeln damit zu rechtfertigen, dass er sagt, wir können nicht alle gleichzeitig überprüft werden auf unsere Integrität, weil dann wird unser Verfassungsorgan wird dann dysfunktional und dann könnte sozusagen das gesamte Gerichtswesen nicht mehr arbeiten. Das ist so grob formuliert deren Argument, weswegen sie jetzt darauf dringen, dass es eine Änderung in den Reglements oder sogar im Gesetz gibt, dass eben die Ethikkommission nur immer so zwei in einem Prozess erneuern kann, ja, um eben Zeit zu gewinnen. Weil wenn Sie müssen sich das so vorstellen, die Ethikkommission braucht für jede Runde der Überprüfung der Integrität, das brauchen Sie etwa ein Jahr für, ja, also das ist ein halbes Jahr für, das ist ein langer Prozess. Und damit gewinnen die natürlich wieder Zeit, weil auch bei den anderen Kommissionen die Fristen ablaufen. Das ist also alles sehr tricky. Und Selenskyj macht sich eben angreifbar, weil er natürlich selbst in seinen Entscheidungen zum Investigationsbüro oder zu anderen staatlichen Institutionen, die eigentlich nicht in seine Kompetenz gehören, wo er aber versucht hat, über bestimmte Bestimmungen auf diese Organe Einfluss zu nehmen, im Grunde genommen auch verfassungswidrig gehandelt hat. Und das Verfassungsgericht wiederum ist eben auch ein Gericht, was stark von alten Seilschaften geprägt ist und was ja 2020 im Oktober diese skandalöse Entscheidung über die Antikorruptionsbehörden gemacht hat, dass eben ein Teil der Antikorruptionsbestimmung verfassungswidrig ist. Was aber auch damit zusammenhängt, dass die zum einen nicht nur, dass Teile von ihnen stark übrigens mit Russland verbandelt sind, das ist auch ein Einflusstor für schädliche Einflussnahme, sondern auch, weil Selenskyj ihre nicht durchaus nachvollziehbaren Gerichtssprüche zu seinem verfassungswidrigen Handeln übersehen hat. Und der Präsident hat jetzt zum Beispiel, nachdem man sich jetzt mit den westlichen Partnern endlich auf eine rechtsstaatlich saubere Möglichkeit der Erneuerung des Verfassungsgerichts geeinigt hat, zum Beispiel jetzt versucht, auf eigentlich nicht existierende Vakanzen des Verfassungsgerichts einfach eigene Leute zu ernennen. Und das geht natürlich gar nicht. Ja? Also das vergröbere ich jetzt auch ein bisschen. Im Grunde genommen hat der Präsident versucht, diese tatsächlich fragwürdigen Verfassungsgerichte, Richter, sozusagen per Ordre der Mufti zu ersetzen, was natürlich wirklich nicht geht, weil das könnte auch von einem anderen Präsidenten, der ganz andere Absichten hat, ebenfalls wieder ausgenutzt werden. Und somit haben sie immer
diese widersprüchlichen Prozesse, weil eben nicht gesagt wird, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wir erneuern jetzt einmal den Personalbestand in einer Institution, aber halten uns dabei wirklich alle an die rechtsstaatlichen Prinzipien und dann kann das System wieder weiterarbeiten, sondern weil der Präsident aufgrund seines Politik- und Herrschaftsverständnisses immer den Durst hat, sich irgendwas unter den Nagel zu reißen, was aber andere nutzen als Argument, wenn sich zum Beispiel wieder einzuklagen, wenn sie über eine Auswahlkommission entlassen werden. Das vielleicht mal so weit. Ich würde es jetzt mal hier belassen und würde mich jetzt noch Ihren Fragen stellen. Gerne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind schon mitten eben in dieser Debatte auch der aktuellen Maßnahmen oder eben Nicht-Maßnahmen von Herrn Zelensky, was ich sehr spannend finde. Bitte heben Sie doch die Hand. Unten haben Sie unter Reaktionen, können Sie die Hand heben, wenn Sie eine Frage haben oder schreiben Sie in den Chat. Ich würde ganz gerne mit einer Frage starten und zwar nochmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch ein bisschen zeitlich zurück zu den Reformen nach dem Maidan. Oder sogar noch früher, das können Sie auch ein bisschen in Ihrer Antwort bestimmen. Sie haben darüber ein bisschen über diese Kontrollmechanismen gegenüber den Oligarchen gesprochen. Eben einerseits natürlich eben die Justiz als das wichtigste Zugriffsorgan, das hier den Einfluss beschränken kann, dann die unabhängigen Medien. Was ich mich gefragt habe, ist, wie sieht es aus mit, sagen wir, mit der Rolle von Steuerrecht, wirtschaftlichen Maßnahmen, also eben Banken haben Sie angesprochen, Zoll haben Sie angesprochen, Kapitalflucht wäre ein Thema, ja, Kapitalsteuer, Steuerrecht bis hin zur Enteignung, da gibt es ja alle möglichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die man bei so, sagen wir, bei so großen wirtschaftlichen Playern, die Regimes schon in Betracht gezogen haben. Wie sieht es da oder sah es da in der Ukraine aus? Also das ist eine sehr gute Frage, weil ich damit noch was ergänzen kann, was ich aus Zeitgründen jetzt übergangen habe. Und zwar hat Zelensky ja, oder auf Betreiben von Zelenskys, oder er hat gerade unterschrieben, sozusagen ein Gesetz zum Status des Oligarchen. Und in diesem Gesetz wird laut der Präsidialadministration festgesetzt, wer ein Oligarch ist. Und nach deren Definition ist ein Oligarch, wer am politischen Leben teilnimmt, über Aktiva verfügt in einer bestimmten Höhe von, ich glaube, 1 Million des Existenzminimums. Das ist am Ende, sind das so 80 Millionen Euro und 100 Millionen Dollar so ungefähr. Das sind so die ersten 100 Reichsten in der Ukraine, die das betreffen würde. Und wer, das sind jetzt alles Kriterien, wer Medieneigentümer ist. So, und da wird fest, und politische Teilhabe, das sind dann Parlamentarier, das sind Leute in staatlichen politischen Positionen und so weiter. Hochproblematisch, aber sehr typisch für Zelenskys Zugang. Ja? Zelensky macht eben nicht das, was Sie, Frau Maurer, jetzt erwarten würden. Also zum Beispiel, dass man die Antimonopolkommission reformiert und aus ihr wirklich eine effektive Kartellbehörde mit Zähnen macht, die zum Beispiel Monopole von Oligarchen überprüft. Das wäre nämlich eigentlich, was wir auch brauchen. Oder wo es eine gezielte Wirtschaftspolitik ist, die Wettbewerbsschranken senkt, Privilegien wegnimmt den Oligarchen und sozusagen für mehr Markt und Wettbewerb sorgt. Denn häufig haben diese Oligarchen sehr überkommene Industrien. Die sind ja nicht sozusagen in der Position, weil sie aufgrund von Marktleistung ihre Erfolge erbracht haben, sondern das ist ihnen in einer sehr guten Phase für sie in die Hände gefallen. Und keineswegs sind ja Oligarchen können nur deswegen effizient arbeiten, weil sie a, sich von irgendwelchen abhängigen Richtern ihre Privilegien legitimieren lassen können oder ihren privilegierten Zugang zu Ressourcen, wofür sie weniger bezahlen als andere. Deswegen haben sie Marktmacht, aber sie haben Marktmacht nicht immer. Beim Achmetow ist es schon wieder ein bisschen ambivalenter. Der hat sich auch selbst verändert. Also die machen natürlich auch gute Sachen. Ich kenne Leute in dessen Management, das sind Top-Leute. Aber trotzdem profitieren sie von Monopolsituationen, die eben dann auch durch rechtsstaatliche Dysfunktionalitäten begünstigt werden. Und darüber müsste man vor allem sprechen. Ja? Das wird aber nicht gemacht. Stattdessen wird jetzt ein Gesetz gemacht,
wo Sie auf eine Oligarchenliste kommen können. Und ich will Ihnen mal sagen, und ich würde sagen, das sieht auf den ersten Blick eben sehr gut aus, wenn die Leute das hören. Aha, da ist eine Liste mit Oligarchen und die werden jetzt aus dem politischen Leben gezogen, sozusagen. Wie toll. Oder ihnen wird dadurch sozusagen unmöglich gemacht, ein Medienunternehmen zu kontrollieren. Aber was passiert jetzt? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ein Beispiel Poroschenko. Dem gehörte ja der fünfte Kanal oder er hat ihn zumindest kontrolliert. Also es wusste auch jeder. Und eine Errungenschaft zum Beispiel des Maidan war, dass alle Media-Outlets oder alle Medien müssen ihren Enteigentümer nennen, transparent nennen. Das war wirklich ein Erfolg, weil das hat zwar nicht verhindert, dass es Oligarchen gab, denen TV-Kanäle gehören, aber sie konnten offen drüber schreiben in der Ukraine. Und das war natürlich dann für die Eigentümer ein Problem, denn Oligarchen sind nicht populär. Wenn irgendwas ausgesendet wurde von einem Kanal, konnte man sagen, ah, der Poroschenko-Kanal hat das gesagt, naja, muss man sehr vorsichtig sein. Das heißt, das wusste jeder. So, was ist jetzt passiert? Der Poroschenko wusste natürlich, oh, da muss ich aufpassen. Also hat er jetzt den fünften Kanal verkauft. Natürlich hat er den nicht an irgendwen verkauft, angeblich an einfache Journalisten, ja, und sozusagen werktätigen Kollektive, das klingt dann immer ganz toll, aber das sind natürlich alles Leute, die mit ihm verbunden sind. Nur was ist jetzt das Ergebnis von diesem Gesetz? Das Ergebnis ist, dass wir jetzt nicht mehr schreiben können in den Medien. Der Poroschenko-Kanal hat gesagt, weil der Poroschenko dann vor Gericht geht mit dem Journalisten und sagt, hier, ich habe nichts mehr mit diesem Kanal zu tun, du darfst es nicht über mich sagen, ich bin jetzt kein Eigentümer mehr. Tatsächlich aber dieser Kanal weiterhin Lobby macht für Poroschenko. Das heißt, die Sache ist noch viel intransparenter geworden. Der zweite Punkt in diesem Gesetz ist, dass überhaupt fragwürdig ist, wie eine Entscheidung über einen Begriff wie Oligarch, der ja, das ist ja keine justiziable Kategorie. Ja, was ist denn eigentlich ein Oligarch? Ist ein Oligarch nicht, wenn jetzt jemand zwar auch die Aktiva hat, die nötig sind, am politischen Leben teilnimmt, aber er hat keine Medien, dafür hat er aber ein paar Staatsanwälte. Ist es dann kein Oligarch? Die fallen alle nicht unter dieses Gesetz. Das heißt, wo hier eine Gefahr ist, und ich könnte jetzt noch viel darüber sagen, über dieses Gesetz, was wirklich sehr interessant ist, die Gefahr ist, dass der Präsident sich ein Instrument verschafft, wo er bestimmt, was ist ein guter Oligarch und was ist ein schlechter Oligarch. Die, die auf die Liste kommen, sind die schlechten Oligarchen, die anderen sind offensichtlich keine Oligarchen. Aber es wird interessant sein, zum Beispiel zu sehen, ob Herr Kolomoyski auf diese Liste kommt. Ich befürchte möglicherweise nicht. Und was hier auch noch ein Problem ist, und da möchte ich noch ein Beispiel, weil Sie gefragt haben nach anderen Instrumenten, das ist ein ganz wichtiger Punkt noch, dass bei dieser Liste oder dass unter der Definition, was ist eigentlich ein Teilhabender am politischen Leben, fallen die Kommunen völlig raus. Ja, und das ist deswegen wichtig, weil aufgrund der Dezentralisierungsreform in der Ukraine, die meines Erachtens die wichtigste Reform zur Bekämpfung des Oligarchentums ist, weil sie tatsächlich Bürger von unten in die Lage versetzt, Politik in ihren Orten zu gestalten und weil die Gemeinden einen erheblichen Teil der Einkommenssteuer durch diese Reform für ihre Selbstverwaltungsaufgaben jetzt erhalten. Zum ersten Mal haben die Kommunen tatsächlich Geld, mit dem sie selbst was gestalten können. Und in manchen Kommunen in der Ukraine funktioniert das hervorragend. Aber es gibt natürlich auch Kommunen, wo sich Bürgermeister eigentlich genauso wie Oligarchen verhalten. Und deswegen ist es sehr seltsam, weil warum zum Beispiel Bürgermeister in dieser Liste fehlen. Denn ein Problem zum Beispiel dieser Dezentralisierung ist, dass sie zum Beispiel Bürgermeister haben wie den Bürgermeister von Odessa, Trochanow, den ich mit Fug und Recht zum Beispiel als einen regionalen Oligarchen bezeichnen würde. Der würde aber nie auf diese Liste fallen. Stattdessen sehen wir, dass anstatt jetzt den Prozess der Dezentralisierung und der Stärkung der Selbstverwaltung und damit der Dezentralisierung des politischen Lebens in der Ukraine zu fördern und die Bürger mit weiteren Rechten auszustatten, die wir zum Beispiel kennen von der kommunalen Selbstverwaltung, ja, Verwaltungsverfahrensrecht, also automatische Rechte, die wir gegenüber unserer Gemeinde haben, anstatt das zu fördern, sehen wir jetzt wieder Rezentralisierungstendenzen seitens der Präsidialadministration, weil die offensichtlich wieder Angst hat, dass sie da was, und Zelensky wieder Angst hat, er delegiert etwas und verliert die Kontrolle. Aber genau
wo neue Eliten, die nicht oligarchisch durchsetzt sind, entstehen, ist eben heute in vielen mittleren und kleinen Kommunen, wo auch die Bürgerinnen und Bürger Politik lernen, sich auch lernen durchzusetzen und dann eben auch ein Reservoir von neuen Kräften bilden für die nationale Politik. Und das ist zum Beispiel neben Kartellrechten, neben einer wirklichen Marktwirtschaft, die auf einer Ordnung des Wettbewerbs beruht, und zum Beispiel Sachen wie auch der Pluralisierung der Medien und ihrer Unabhängigkeit, ist das ein weiteres wichtiges Instrument. Genau. Danke. Dann würde ich gerne noch eine Frage aus dem Chat aufnehmen, zu der man vermutlich sehr viel sagen kann. Aber ich möchte Sie bitten, die Antwort vielleicht kurz und auch ruhig etwas pointiert zu haben. Eben, gibt es überhaupt Hoffnung, dass sich das ukrainische Justizsystem reformieren lässt? Oder anders gefragt, müsste die USA, die EU, die Ukraine viel stärker begleiten, wäre die Frage. Also ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall Hoffnung, weil es gibt auch schon gute Ergebnisse. Was ich Ihnen heute gesagt habe, ist ja, wir haben schon gute Ergebnisse vom NABU, also vom Nationalen Antikorruptionsbüro. Wir haben jetzt ein höheres Antikorruptionsgericht, das sehr gute Arbeit macht. Das ist ein Gericht, was von einer Reformerin, einer Rechtsexpertin geleitet wird und das schon sehr gute Arbeit und auch erste Gerichtsentscheidungen geleistet hat. Und dieses Gericht ist beispielsweise nur übrigens noch unter Poroschenkos Zeiten, das ist auch interessant. Also Selenskyj sagt ja heute, das ist seine Errungenschaft, aber das Gericht stand in seiner Struktur schon, als er noch gar nicht Präsident war, aber es ist dann sozusagen unter Selenskyj hat es begonnen zu arbeiten. Und da sehen wir, wenn wir gemeinsam neue Institutionen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern aufbauen, wenn vor allem die Ukrainer selbst den Lead haben da drin, das ist ganz wichtig, und sie bekommen die richtige Unterstützung, dann kriegen wir erste Erfolge. Und das stimmt mich hoffnungsfroh. Was die Hoffnung war, eben, und das ist eben jetzt das Problematische mit Selenskyj, ich glaube, Selenskyj hat möglicherweise, das weiß ich, ich kann es nicht beurteilen, ja, aber ich glaube, der Mann hat keine schlechten Absichten. Er ist auch kein Trump, aber er hat trumpistische Tendenzen, keine Frage. Und das macht eben, oder das gibt den Oligarchen die Möglichkeit und auch alten, es geht nicht nur um Oligarchen, es geht einfach auch um rückwärtsgewandte Clans und Seilschaften, die Möglichkeit sozusagen die Schwächen, die er gibt, ohne es zu merken, zu nutzen. Und ein weiteres Problem ist eben, dass er meines Erachtens problematische Leute um sich herum hat. Wir sehen zum Beispiel, und das auch als Hoffnung an den Fragenden zurückgegeben, wenn die G7, also die Staaten, die in der G7 zusammengeschlossen sind und sich auch bestimmte Reformfelder bei der Ukraine aufgeteilt haben, ich würde sogar sagen, heute ist die G7 mit einer der wichtigsten Formate für die Reformunterstützung. Wenn die direkt mit Selenskyj sprechen, das ist immer sehr interessant, und sozusagen appellieren an seine historische Bedeutung, die Ukraine voranzubringen, dann werden ganz oft diese fragwürdigen Entwicklungen, die ich Ihnen eben berichtet habe, abgedreht und tatsächlich die Reform noch in eine gute Richtung gelenkt. Und der Freimachen des Weges für eine Ethikkommission, die den Justizrat jetzt untersuchen kann, und ich glaube nicht, dass sie sich dem am Ende erwehren können. Und die Möglichkeiten, die geschaffen wurden, die höhere Qualifikationskommission zu schaffen, wenn das am Ende doch noch sozusagen über den Fluss gebracht wird, dann gibt es dann haben wir größere Chancen als in den letzten Jahren, dass sich das Gerichtswesen ändert. Und man muss auch eins immer sehen, das sind auch Prozesse einfach, die dauern. Also wir müssen uns auch, also das ist so banal, aber es ist halt einfach so. Nach der totalitären Sowjetunion und ihrem Erbe wurden über Jahre diese Reformen verschleppt und sowjetisches Erbe vermischt mit diesen klientelistischen Strukturen. Und bei rechtsstaatlichen Reformen ist es einfach so, dass sie auch eine Zeit lang brauchen, bis junge Richter, bis neue Leute auch nachrücken und dann im Geiste der neuen Möglichkeiten auch Sachen verändern können. Das braucht seine Zeit. Und der Rechtsstaat ist eben eine so sensible Sache. Sie können da nicht mit der Axt reinhauen. Ja? Das ist übrigens immer der Fehler auch von Selenskyj, dass er das manchmal glaubt, aber damit macht er mehr kaputt, als dass er fördert.
Deswegen, wir müssen der Ukraine da auch Zeit geben. Und deswegen möchte ich nochmal zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, eine wirklich ernsthafte Reformanstrengung gibt es jetzt erst mit dem Maidan 2014, weil der einfach das Land vor solche Abgründe gestellt hat. Die Existenz des Staates war bedroht. Dass da einfach Impulse gekommen sind, die das erst richtig anschieben. Und was wir heute beobachten, ist tatsächlich eine ernsthafte, es war früher nicht, jetzt haben wir wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung von Alt und Neu in der Ukraine. Und es ist wirklich eine ernst, sie ist gefährdet, aber es ist die erste wirklich ernsthafte Auseinandersetzung um die Verbesserung dieses Staates. Und deswegen bin ich, wenn es mit der äußeren Bedrohung nicht überhand nimmt, und das macht mir natürlich ganz große Sorge, weil es ist ganz schwierig, heute dem Land Reformen zuzumuten, die es ja auch destabilisiert in gewisser Weise, während seine äußere Integrität permanent gefährdet ist. Das ist etwas, was mir Sorgen macht. Wäre das nicht, und ich glaube übrigens, der Poroschenko ist 2014 nur noch mal gewählt worden, weil die Leute im Krieg Stabilität wollten. Deswegen ist er gewählt, sonst wäre vielleicht ein ganz anderer Reformer angekommen. Deswegen, ich möchte hier auch noch mal werben dafür, dass der Krieg ein wirklich Einflussfaktor ist, der dieses Land natürlich auch nicht unbedingt, also einerseits hat es Reformen auch mit ausgelöst, aber das war mehr der Maidan selbst, aber der Krieg wirkt natürlich auch fragwürdig auf diesen Fortgang. Aber insgesamt glaube ich, es ist eine offene Auseinandersetzung, aber die Ukraine kann sie gewinnen. Und der Frage hat recht, man muss sich eben vor allem noch stärker einsetzen. Man muss bereit sein, eben der Ukraine nicht nur einfach Reformen zu beobachten und dann zu sagen, das und das müsst ihr besser machen, sondern man muss eben mit in die Institutionen reingehen und bereit sein, in den Institutionen mit der Zivilgesellschaft diese Institutionen zu verändern. Da übernimmt man mehr Verantwortung, kann auch mal schief gehen. Aber ich habe ja gesagt, ohne Transfer von Institutionen und Personal, ohne das geht es auch nicht ganz. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick, möchte ich hier sagen. Ich sehe keine offenen Fragen mehr und möchte deshalb eben wirklich Ihnen danken für den Einblick in dieses wirklich ins ganz aktuelle Geschehen, doch mit einem hoffnungsvollen Ausblick zum Schluss. Es bleibt offen, wie Sie sagen, wie sich die nächsten Monate und Jahre entwickeln. Aber ich denke, es ist gut zu wissen, dass es Grund genug gibt, eben auch die positiven Tendenzen zu sehen, die Reformtendenzen und den Bewusstseinswandel, der da stattfindet. Ja, Ihnen allen möchte ich danken fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder, wenn wir eine Podiumsdiskussion hier auch wieder online auf Zoom haben, eben zum Machtwechsel in autoritären Regimes, am Beispiel Belarus, was ja auch jetzt wieder eine Aktualität erhalten hat, die uns sicher einiges diskutieren lässt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit allen. Dankeschön. Vielen Dank allen nochmal auch für die Geduld. Dankeschön.